Geht schon los. So, herzlich willkommen zu den heutigen beiden Webinaren Kommunikation, List und Etiketten. Und weil es so schön ist, machen wir gleich im Nachgang Ehrungslisten und Geburtstagslisten. Das ist eben dann gleich mal was absolut Praktisches. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen der Mitgliederliste und dann den entsprechenden Vorlagen, die ich ausdrucke? Ich weiß, dass das vor allen Dingen in den großen Mehrspartenvereinen eben immer wieder ein Thema ist, dass man am Anfang des Jahres oder am Anfang des Monats eventuell so eine Geburtstagsliste erstellt, die eben dann entsprechend den Nutzern oder den Abteilungsleitern oder den entsprechenden eben zur Verfügung gestellt wird. Und das machen wir eben im zweiten Teil heute. Im ersten Teil sehen wir uns jetzt mal an, wie wir denn insgesamt Listen, also das heißt alle möglichen Listen, es müssen nicht nur Mitgliederlisten sein, und Etiketten eben hier erstellen können. Wer sich schon mal die Frage stellt, was sollen das für andere Listen sein? Das sind zum Beispiel Listen, die auf Basis eigener Tabellen erstellt werden. Natürlich können wir die genauso erstellen wie eine Mitgliederliste. Ja, wir finden unsere Listenvorlagen, die müssten wir eben erstmal vorbereiten. Die finden wir unter Kommunikation im Menüpunkt Vorlagen. Und wenn wir es jetzt die letzten zwei Mal schon angeschaut haben, hier gibt es eben eine Unterteilung. Hier gibt es eben die sogenannten Vereinsvorlagen, die wir ja letzte Woche angepasst haben. Und es gibt eben die NetXP-Verein-Standardvorlagen. Und in diesen NetXP-Verein-Standardvorlagen finden wir, ziemlich genau in der Mitte, eine Standardvorlage, die nennt sich NetXP-Verein-Mitgliederliste. Die gibt's, die passt natürlich nicht auf Ihren Verein. Das wäre auch ein Wahnsinn, wenn wir wissen würden, was die Vereine schon alles wollen. Und deshalb müssen wir diese Mitgliederliste eben anpassen. Ja, um meine Liste anpassen zu können, klicken wir wieder hier unten auf Bearbeiten. Und daraufhin öffnet sich unser Editor List and Labels. Aber der findige List and Labels Benutzer, der merkt jetzt schon einen kleinen Unterschied. Und zwar gibt es plötzlich hier so ein neues Element. Also ich mache mal hier nochmal zu und öffne mal unsere Einladung zur Mitgliederversammlung, also unseren Brief letzte Woche. Und hier sehen Sie, hier gibt dieses Symbol nicht. Jetzt nehme ich wieder die Mitgliederliste. Dann merken wir jetzt sofort, da ist ein neues Symbol. Und dieses Symbol ist jetzt eben eine Tabelle. Das heißt, es muss immer in dieser Vorlage von uns, also programmtechnisch schon mal eben eingestellt werden, dass man hier eine Liste einfügen kann. Und bei dieser Mitgliederliste ist es eben so. Und weil es so schön ist, würde ich jetzt erstmal alles, was hier ist, erstmal wegschmeißen. Das bedeutet, ich nehme jetzt alles, was bisher in dieser Vorlage erstellt wurde und entferne das Ganze. Denn ich würde natürlich hier an dieser Stelle eben einmal gern von vorne beginnen. Das heißt also, wie beginne ich von vorne mit einer Mitgliederliste? Denn dann ist alles andere, also dass man die ändert oder kopiert oder nochmal abändert, das ist eben dann sehr, sehr einfach. Okay, das Erste, was wir bei einer Mitgliederliste bräuchten, das wäre jetzt wahrscheinlich erstmal eine Überschrift. Das heißt, wir nehmen uns so einen formatierten Text hier mit diesem kleinen roten A auf der linken Seite, klicken das einmal an und zeichnen in unser Blatt eben ein Textfeld. Dann können wir hier bestimmen, dass das Ganze mittig geschehen soll, mit der Schriftgröße 22 und fett. Und ich hätte hier gerne stehen mit Mitgliederliste, oder machen wir es Telefonliste. Wir erstellen jetzt mal eine Telefon- und Kontaktliste. So, okay. Und das steht jetzt hier oben drüber. Haben wir gesehen, das ist also jetzt nicht wirklich kompliziert. Ja, im nächsten Schritt brauchen wir eine Tabelle. Und diese Tabelle holen wir uns jetzt eben mit diesem Symbol Tabelle, klicken wir einmal drauf und dann zeichnen wir wieder mit Klicken und Ziehen einen Rahmen,
an die Stelle, an die wir dann unsere Tabelle gerne hätten. Na, Sekunde, ich habe das jetzt aus Versehen ein bisschen zu weit, zu groß gemacht, denn diese Tabellen sollen ja ein bisschen einen Rand auch haben. So, schaut dann so aus. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster und dieses Fenster ist dieses hier. Und das ist sehr einfach zu erklären, dieses Fenster. Denn eine Tabelle hat grundsätzlich eigentlich immer eine Kopfzeile, in der die Überschriften stehen. Eine Tabelle hat immer Datenzeilen, verschieden viele. Das ist die, in denen dann später eben die einzelnen Mitglieder stehen. Und eine Tabelle kann auch eine Fußzeile haben. Das ist das, oder das ist die Zeile eben ganz unten, ganz am Schluss. Die letzte Zeile praktisch. Gruppenköpfe, Gruppenfüße gibt es auch. Das braucht man dann bei Tabellen mit Wechselbedingungen. Das ist aber etwas, das macht man dann nächste Woche. Schauen wir uns dann diese Gruppenwechsel an. Das heißt also, druck mir eine Liste mit alle 18-Jährigen und dann alle 19-Jährigen. Und das ist immer abgesetzt mit einer neuen Überschrift. Das macht man dann mit Gruppenköpfen und Gruppenfüßen. Und das macht man eben, wie gesagt, nächste Woche. Genau. Also, das wäre das Erste. Wir benötigen eben zuallererst mal eine Kopfzeile. So fangen wir jetzt mal an. Die besteht jetzt bis jetzt aus keinem einzigen Eintrag. Aus diesem Grund wollen wir jetzt hier, Sekunde, diese Kopfzeile hat übrigens auch Eigenschaften, und zwar hat die bestimmte Ränder, aber das brauchen wir uns nicht anschauen. Wenn man will, zum Beispiel, dass eine Kopfzeile nur auf der ersten Seite erscheint, dann kann man eben hier sagen, nur erste Seite. Kann man machen. Man kann das aber natürlich auch anders machen, aber zudem später mehr. Ja, wir brauchen zuallererst mal jetzt eben eine Tabellendefinition. Das heißt, wir müssten jetzt erst bestimmen, wo wir denn welche Spalten haben wollten. Und ich würde jetzt mal anfangen, die erste Spalte sollte sein der Nachname, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wenn ich hier einfach Nachname tippe, dann wird die Variable Nachname eingefügt, was ich aber gar nicht will, weil ich will jetzt erst einmal den beschreibenden Text einfügen. Und diesen beschreibenden Text, das machen wir eben, indem wir ein Anführungszeichen machen, dann das Wort Nachname tippen und mit dem Anführungszeichen diesen Block wieder schließen. Jetzt haben wir Nachname hier stehen. Jetzt besteht unsere Tabelle schon mal aus einem Feld hier oben und hier steht schon mal Nachname. Dann brauchen wir ein neues Feld, das ist dann der Vorname. Das gleiche wieder, das zweite Feld. Dann das dritte Feld, das Telefon. Natürlich wieder in Hochkommas oder in Gänsefüßchen. Und dann das nächste ist E-Mail privat. Also E-Mail. Na, machen wir jetzt erstmal mobil. Okay, und dann schauen wir uns mal an. E-Mail. So, diese Informationen soll unsere Liste enthalten. Das ist jetzt ganz einfach, glaube ich, oder? Bin mir sicher. So, das nächste oder als nächstes wollen wir hier, Entschuldigung, als nächstes wollen wir hier jetzt unsere Datenzeilen einfügen. Und auch das ist sehr einfach. Dazu klicken wir hier auf Datenzeile und müssen, dann schlägt er jetzt automatisch vor und sagt, du, pass auf, ich habe eine Zeilendefinition aus der Kopfzeile gefunden. Willst du die kopieren? Weil meistens sind ja Tabellen schön untereinander. Können wir jetzt anklicken, ja. Und dann ist fast, oder dann ist schon mal ist bei Anklicken Zeilendefinition 1, dann auf OK. Und dann kopiert der praktisch alles, was in der Kopfzeile steht, in die Datenzeile. Wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich zwei Zeilen, in denen genau die gleichen Beschreibungen drinstehen. Das heißt, in der Datenzeile sieht es jetzt etwas anders aus, denn in der Datenzeile will ich ja
je nachdem, wie viele Mitglieder ich eben habe, so und so viele Zeilen stehen haben mit den tatsächlichen Informationen drin, mit den variablen Informationen, die sich bei jedem Mitglied ändern. Und alleine mit dem Wort variable Informationen sagt es im Endeffekt schon alles. Das heißt, ich brauche jetzt oder ich muss jetzt hergehen, muss jetzt hier diese Zellen anpassen und muss jetzt die Variable für den Nachnamen einfügen. Ja, und die Variable für den Nachnamen, das ist Nachname, aber eben ohne Anführungszeichen. Und die Variable für den Vornamen, das ist das Wort Vorname, aber halt ohne Anführungszeichen. Außer beim Telefon. Denn NetXP-Verein kann ja bis zu 3 verschiedene Telefonnummern. Aus diesem Grund muss ich mich eben hier jetzt an der Stelle mal entscheiden, welche ich hier anzeigen will. Die Telefon privat. Beim Mobil eben das gleiche Spielchen wieder. Wobei, das ist ein altes Feld bei uns und das heißt noch Handy. War eine Fehlentscheidung damals, aber das war noch ein Praktikantenprojekt und damals hieß das Handy noch Handy. Jetzt heißt es schon Smartphone, nein, Smartphone, das heißt immer noch Handy. Und das letzte bei der E-Mail, ebenfalls das gleiche. Hier gibt es auch wieder 3, hier muss ich mich eben für die E-Mail privat entscheiden oder auch vielleicht für andere. So, perfekt. Sie sehen jetzt schon, ist der Hintergrund ist hier gelb. Das liegt einfach daran, das ist eine Standardeinstellung in List and Labels, dass eben diese Felder hier automatisch eine bestimmte Farbe haben. Man kann jetzt hier Feld für Feld diese Musterfarbe ändern. Zum Beispiel in Transparent oder man kann auch mal schauen, eine Farbe festlegen. Sie sehen an dem Dreieck vorne, dass man das aufklappen kann. Und hier an der Stelle kann man dann eben hier eine eventuell andere Farbe auswählen. Oder wie gesagt, man kann das Ganze hier auf Ausschalten, also auf 0. Dann werden gar keine Farben angezeigt. Das kann man jetzt für Feld pro Feld machen. Man kann das aber natürlich auch für alle machen, indem wir eben all diese Einträge markieren und dann hier dieses Muster auf 0 schalten. Genauso funktioniert es dann in den Datenzeilen. Also auch hier können wir jetzt eben einstellen, Musterfarbe und stellen dann, jetzt will ich wirklich eine Farbe einstellen, oder nein, ich will keine Farbe, mit 0 auf keine Farbe. Und auch hier ist es so, wenn wir die alle nehmen und hier auf 0 stellen, dann wird bei keinem eine Farbe angezeigt. Ist das bis jetzt soweit klar? Ich glaube, es funktioniert ganz, ganz gut. Richtig? Ich glaube schon. Ja, ich habe jetzt mit OK bestätigt. Wenn ich dieses Fenster wieder anzeigen will, klicke ich in den Tabellenbereich einfach nur doppelt mit der Maus rein. Und dann wird eben dieses Fenster hier wieder angezeigt. Ja, mit OK wieder raus. Denn das nächste, was wir machen wollen, wir müssen jetzt die Spaltenbreiten etwas anpassen. Sehen, das Ganze passt hier noch nicht hin. Um die Spaltenbreiten hier an dieser Stelle anpassen zu können, müssen wir eben jetzt, also hier gibt es 2 Möglichkeiten, entweder ich nehme ein Lineal und eine Liste und messe das aus, oder ich mache das hier direkt im Vorlagendesigner eben mit der Maus. Bitte beginnen Sie immer rechts. Das bedeutet, man schiebt den rechten Rand an die endgültige Position, an die das stoppen soll. Und zieht dann dieses Feld hier mit diesen Doppelpfeilen etwas nach. Und so kann man eben den ganzen Platz hier verteilen. Dann schaut es am Schluss ungefähr so aus. Nachname, Vorname, Telefon, Mail, Mobil und E-Mail. Und ich sage jetzt mal, an dieser Stelle sind wir mit unserer allerersten sehr einfachen Liste fertig und wollen diese jetzt speichern. Oder gibt es jetzt zu diesem Designer hier jetzt erst noch mal Fragen?
keine Fragen. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal hier speichern. Ich schließe dieses Fenster entweder hier oder mit dieser Ausgangstür hier oben eben und gebe jetzt eben die Bezeichnung her, nicht Mitgliederliste, sondern Kontaktliste. Kontaktliste. Kann man machen. Name, Telefon, Mail. So, dann klicken wir auf Übernehmen und diese Liste ist erstellt. Haben wir hier eine Kontaktliste erstellt, eine Mitgliederliste vom Typ Kontaktliste, Name, Telefon, Mail. Ja, wie kann ich denn diese Kontaktliste jetzt verwenden und wer kann die verwenden? Kümmern wir uns erstmal um das Wer. Grundsätzlich jeder mit Recht Mitgliederverwalter oder Kommunikator kann diese Kontaktliste verwenden. Das heißt, der Mitgliederverwalter braucht nicht mal zwingend das Recht Kommunikator zusätzlich, um diese Listen, die hier erstellt wurden, zu verwenden. Wenn er die Listen ändern will, der Mitgliedsverwalter, dann braucht er das Recht des Kommunikators. Aber meistens werden ja diese Listen nur verwendet und nicht mehr geändert. Ja, wie kann ich eine Liste dieser Art jetzt ausführen? Das funktioniert ganz einfach. Wir wechseln in die Mitgliederliste. Und innerhalb der Mitgliederliste sortieren wir jetzt die Mitglieder, so wie die auf der Liste später auch sortiert sein soll. Ich habe standardmäßig hier eine Sortierung nach Nachname, was ja auch durchaus Sinn macht. Und ich will diese Liste jetzt drucken und dazu, also wir könnten jetzt auch sagen zum Beispiel, das geht leider nicht mehr, weil ich alle Sparten und Mitgliedergruppen in diesem Test entfernt habe. Und aus diesem Grund können wir jetzt auch Sparten nicht mehr einschränken. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, ich will alle drucken. Alle Mitglieder, alle unsere Mitglieder. Wir könnten das natürlich dann entsprechend einschränken, dass man zum Beispiel sagt, ich will nur Ehrenmitglieder die Kontaktliste oder ich will nur die einer bestimmten Abteilung die Kontaktliste, einer bestimmten Mitgliedergruppe die Kontaktliste. Das heißt, je nachdem, was wir hier in der Mitgliederliste filtern, wird später auf dieser Liste auch erscheinen. Einträge, die wir hier nicht sehen, werden später auf der Liste auch nicht erscheinen. Das ist damit ein sehr einfaches System und nennt sich WYSIWYG. What you see is what you get. Wenn wir hier Leute nicht gefallen, ich sage jetzt mal, wenn ich hier alle oder keinen sehen will mit einem Geburtsdatum größer als den 1.1.2015, jetzt habe ich also nur Mitglieder, die, nicht größer, sondern kleiner als, jetzt habe ich nur Mitglieder eben da drin, die vor dem Jahr 2015 geboren wurden. Die danach geboren wurden, haben selten eine Handynummer. Gibt es auch, aber haben selten. Das heißt, ich habe jetzt nur 902 Mitglieder. Ja. Wir wollen diese Mitgliederliste jetzt drucken. Dazu klicken wir unten auf die Schaltfläche Drucken. Dann wählen wir aus, dass es sich hier um eine Mitgliederliste handelt, aus dem Vorlagendesigner. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einige Mitglieder markiert hätte, hätte ich jetzt sagen können, nur gewählte Mitglieder verwenden, dann wir hätten nur die markierten praktisch gedruckt. Und Briefempfänger wird bei der Mitgliederliste sowieso ignoriert. Also weiter. Jetzt habe ich eine Liste hier mit 902 Personen. Einzelne Personen könnte ich jetzt hier an dieser Stelle noch entfernen. Das heißt, ich könnte die markieren und dann unten einstellen. Schauen wir mal. Die zwei zum Beispiel, könnte man sagen, die haben keine Straße, also braucht man den Kontakt nicht. Die kann man also hier entfernen, damit sie eben später auf der Liste nicht auftauchen. Ja, und dann klicken wir auf Drucken. Dann fragt er uns, soll der Druck in der Dokumentenverwaltung gespeichert werden? Das bedeutet,
soll diese Liste unter Kommunikation Dokumente abgelegt werden oder will man die vielleicht einfach nur drucken und braucht man es nicht speichern? Ich sage jetzt mal, ich will die nicht speichern. Dann kann ich bestimmen, mit oder welche Liste ich drucken will. Ich habe jetzt hier eben Kontaktliste, Name, Telefon und Mail. Klicke wieder auf Übernehmen. Und dadurch bedingt, dass ich das nicht speichere in der Dokumentenverwaltung, kann ich eben jetzt hier einstellen, dass ich das gerne in der Vorschau ausgeben würde. Übrigens, wer so eine Liste mal vielleicht für Internetseite braucht, hier kann man das im HTML-Format speichern und so weiter. Also hier gibt es ganz viele andere Sachen, die man eben hier verwenden kann, aber unter anderem eben auch die Vorschau. Dann klicke ich auf Starten und mir wird diese Mitgliederliste angezeigt. Jetzt muss man nur schauen, dass wir endlich mal Mitglieder erwischen, die Telefon, Mail und noch irgendwas haben. Also Sie sehen, 11 Seiten, 12 Seiten, 13 Seiten, 14 Seiten, 15, 17. Es werden hier eben alle erstellt. Hoffentlich kommen irgendwann, mal Mitglieder mit Kontaktdaten. Aber es schaut nicht so aus, ist aber nicht so schlimm, weil man kann sich das ja vorstellen, wie das aussieht. Also 21 Seiten hätte also unsere Mitgliederliste jetzt so, wie wir diese hier angepasst haben. Wie gesagt, eine sehr einfache Mitgliederliste, die eben hier erstellt werden kann, alphabetisch sortiert. Ja, ebenfalls genauso einfach und komfortabel können Sie eine Etikettenliste erstellen. Für die Etikettenerstellung geht man in ein Schreibwarengeschäft und kauft man sich so einen Etikettenkarton, in einem Karton, in dem so Etikettenbögen sich befinden. Hier gibt es die unterschiedlichsten Hersteller. Der finde ich für mich bekannteste ist Avery Zweckform, aber da gibt es auch Herma und alle anderen Hersteller. Der Vorteil dieser Etikettenbögen ist, dass List and Labels die meisten dieser Hersteller kennt und auch die Produkte derer. Das ist für Sie ganz wichtig, denn dieses Einstellen, wie groß, wie breit, wie hoch ein Etikett, wie viele Etiketten pro Seite und so weiter, das ist eben sehr oder kann sehr zeitaufwendig sein. Und daher kauft man sich eben von einem normalen Hersteller eben so ein Etikett und dann kennt dieses Programm diesen Hersteller und kennt dann auch die Artikelnummer dieses Etiketts. Und wie wir diese Etiketten anpassen können, das zeige ich Ihnen jetzt. Gehen wir mal davon aus, Sie versenden eine Vereinszeitschrift. Vereinsnachrichten in Form einer kleinen Zeitung, also einer kleinen Illustrierten. Wenn man sowas, und für die brauchen wir ein Adressetikett, dass wir das draufkleben können, damit der Postbote weiß, wo er das Ding einschmeißen soll. Also würden wir jetzt im Endeffekt Folgendes benötigen, wir brauchen jetzt Adressetiketten. Ja, wir wechseln wieder auf Vorlagen oder auf Kommunikation Vorlagen und wählen uns hier oben wieder die Standardvorlage aus, NetXP Verein Etikettenliste. Die finden wir hier und auch diese können wir jetzt bearbeiten. Aber auch jetzt ändert sich der Editor etwas, denn das schaut jetzt plötzlich so aus. Das ist, ganz kurz erklärt, ein riesengroßes Etikett. Aber auch hier lösche ich jetzt erstmal alles weg, was drauf ist. Wir hätten das natürlich auch gleich verwenden können, aber das will ich nicht, sondern ich will das jetzt erstmal von vorne beginnen. Wo können wir einstellen, um welches Etikett hier es sich handelt? Sehr einfach. Und zwar, wir wechseln auf das Menü Projekt in das Unterverzeichnis, in den Untermenüpunkt Seitenlayout. Und an dieser Stelle hier können wir jetzt mit den Vorlagen arbeiten. Das heißt, hier können wir jetzt
Vorlagen bestimmen. Weil wir die Zweckform Ero, Böder, Hermann, ich habe auch viele. Psycho, Siegel. Ja, und das glaube ich war es jetzt erstmal. Das ist aber noch lange nicht alles, denn Sie haben die Möglichkeit, hier unten den Haken zu entfernen und dann wird das Ganze ungefähr verfünffacht. Es sind hier ungefähr an die 2000 verschiedenen Etiketten verankert oder hinterlegt. Das bedeutet, also spätestens wenn dieser Haken nur in die eingestellte Seite passt, die Vorlagen anzeigen, wenn Sie den wegmachen, dann bekommen Sie wirklich alle Etiketten angezeigt, die es zum Beispiel von Zweckform so gibt. Und da gibt es also unter anderem auch das Etikett 3422, also ein relativ bekanntes Etikett oder ein sehr weit verbreitetes Etikett. Das wähle ich mir jetzt hier aus, klicke auf OK und jetzt ist dieses Etikett eingestellt. Das heißt, ich könnte jetzt dann schon Etikettenbögen drucken und die würden genau hier gedruckt, wo eben die Etiketten auch sind und nicht irgendwo verschoben. Und das Einzige, was wir jetzt an dieser Stelle hier noch machen müssen, ist, dass wir bestimmen, was denn auf einem einzelnen Etikett gedruckt werden soll. Wie sieht ein einzelnes Etikett aus? Und das ist wieder einfach. Ich nehme jetzt hier einmal, also wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich will jetzt mal Bild wieder zur Abwechslung. Bild, Symbol hier, Berg mit Sonne, rechts oben. Ganz klein. Und wähle dann hier aus jetzt gibt es bei mir keine Bilder mehr. Bilder. Und so eine Sekunde. So ein kleines NetXP-Verein-Logo wähle ich hier aus. Ja, und dann brauche ich noch einen formatierten Text, den gibt es eben auch hier. Ich klicke auf formatierter Text, also dieses kleine Schriftfeld mit dem kleinen A und zeichne eben hier rein und muss jetzt erstmal die Absenderzeile bestimmen, dass also eben auch der Absender auf dem Etikett zu sehen ist. Das heißt, ich beginne jetzt mal hier Schriftgröße 8 und schreibe rein TSV Testhausen. Das ist übrigens Alt-0149, also wer so einen postalischen Trennpunkt machen will, man drückt auf die linke Alt-Taste, bleibt mit dem Finger drauf und tippt einfach auf dem Zahlenblock die Zahlenkombination 0149, lässt dann aus und dann taucht dieser Trennpunkt auf. Nur so, das ASCII-Zeichen. Ja, dann Teststraße 3, Alt-0149 und 84307. Schauen wir uns das mal auf dem Etikett an, also mit OK. Und jetzt sehen wir, die sind ja gar nicht so groß, die Etiketten, die sind ja nur 7 cm breit. Aus diesem Grund müssen wir das jetzt eventuell mal ein bisschen kleiner machen. Macht man hier mal auf 6. Und dann passt es wunderbar hier rein. Das Ganze unterstreichen wir jetzt nochmal. Und dann geht es unter diesem, also schauen wir mal ganz kurz, dann schaut es jetzt schon mal so aus. Und jetzt geht es unter diesem Etikett weiter. Hier unten geht es jetzt weiter. Ich brauche hier den Vornamen und den Nachnamen des Empfängers. Und hier ist, wie wir es die letzten Male schon immer gemacht haben, ich füge die Variable ein.
hoher Name. Okay. Leerzeichen. Variable Nachname. Okay. Zeilenschaltung. Straße. Zeilenschaltung. Postleitzahl. Okay. Leerzeichen und den Ort. Schauen wir mal. Das würde jetzt so ausschauen. Schaut doch schon gar nicht so schlecht aus. Das Einzige, was mir jetzt persönlich nicht gefallen würde, das ist, ich würde hier noch gerne einen Abstand haben zwischen Vor- und Nachname und der darüberliegenden Zeile. Das funktioniert genauso. Das funktioniert gut. Wir markieren diese Zeile, die wir mit Abstand machen wollen, klicken dann hier auf dieses Symbol mit diesen beiden vertikalen Pfeilen und sagen wir eben Abstand zum vorigen Absatz, zum Beispiel 0,5 Zeilen. Jetzt schaut das Ganze so aus. Ja, gefällt mir, ich bin zufrieden und will auch dieses hier speichern. Das heißt, also ich klicke hier wieder auf Speichern, schließe diesen Editor und kann dann an der Stelle eben bestimmen, wie diese Etikettenliste heißen soll. Das ist also Adressaufkleber Avery 3420. Da bleibt wieder kein Leerzeichen drin. So, Adressaufkleber Avery 3420, dann auf Übernehmen. Jetzt haben wir eine Etikettenliste erstellt. Wie führe ich diese Etikettenliste aus? Auch das ist sehr einfach und hier gibt es eine ganz große Besonderheit, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und zwar wählen Sie jetzt mal hier die Mitgliederliste aus. An der Stelle filtern wir eben wieder, was wir genau oder für wen wir Adressetiketten drucken wollen. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, alle die im Alter von 18 bis 75 sind, naja, gerade bis 99, sind jetzt bei uns 739 Personen. Ja, genau, die drucken wir jetzt, also alles über 18. Das heißt, ich kann hier filtern, what you see is what you get. Alle Mitglieder, die ich sehe, werden auch gedruckt werden. Da könnte man zum Beispiel sagen, wow, Leute, die von denen wir keine Straße haben, ist nicht leer. Dann sind es nur 724. Das heißt also, alle Mitglieder, die uns die Straße vorenthalten, die wollen wir erst gar nicht drucken, weil die braucht man nicht verschicken, weil der Postbote nicht weiß, wo er hinfahren soll. Die blenden wir aus. Ja, und an der Stelle wählen wir jetzt eben Drucken. Dann eben nicht mehr so wie vorher die Mitgliederliste, sondern jetzt die Etiketten. Dann auf Weiter. Jetzt werden mir nochmal alle angezeigt. Also auch an dieser Stelle könnte ich jetzt einfach einzelne rauslöschen, die ich vielleicht wirklich einzelne, denen ich jetzt doch keine Sendung senden will. Ich nehme mich zum Beispiel hier selber dann immer raus. Dann doppelte, so wie den hier, den nehmen wir uns auch mal weg. Ja, und schlussendlich klicke ich auf Drucken und jetzt ein Tipp von mir. Bei Adressetiketten sollten Sie fast immer anklicken Nein, denn warum soll ich mir Adressetiketten speichern? Sobald ein Mitglied austritt oder eins eintritt, kann ich die wegschmeißen, weil dann müsste ich auf dem Etikett, auf dem Adressbogen suchen, wo sich dieses Mitglied befindet und dann ja, das eine Etikett eben nicht aufkleben. Das ist immer viel zu blöd. Aus dem Grund speichere ich diese Etikettenbögen nicht, sage nein, ich will das nicht speichern, wähle dann hier eben aus meinen Adressaufkleber, klicke auf Übernehmen und habe eben jetzt an dieser Stelle, kann ich jetzt eben bestimmen, wieder aus Vorschau starten. So, jetzt macht ihr 700 Etiketten, schaut so aus, immer mit Logo, wunderbar. Eben dies von uns eingestellte Etikettenpapier.
Es wird jetzt ein bisschen dauern bei 700 Mitgliedern. Aber gibt es vielleicht bis jetzt noch eine Frage an der Stelle? Dem ist nicht so. Ist gut. Wieso hat er das rechte Etikett da? Wieso hat er das noch nicht auf dem Papier? Das, glaube ich, liegt an der Vorlage. Das ist nur auf dem Papier, aber das ist halt komplett am Rand draußen, weil ich das so saublöd auf den Rand gezogen habe. Also das liegt jetzt eher an mir, weil ich dieses Logo ganz, ganz rechts gezogen habe. So, jetzt müssen wir schnell überschlagen, wie fertig. Ist leider immer noch nicht fertig. Ja, dauert noch ein bisschen. 28 Blätter, 29, 30. Und mehr werden es nicht mehr. Also jetzt hätten wir da 30 Etikettenbögen. Das ist mal ganz interessant. Und wer jetzt aber mit einem Etikettenbogen in der Mitte beginnen muss, dass man eben sagt, boah, ich habe da die ersten 5 Etiketten schon begonnen, auch das funktioniert. Ist eine sehr sparsame Methode. Ich mache jetzt mal nicht ganz so viel. Sagen wir drucken. Nur gewählte Mitglieder, Etiketten. Denn ich kann hier an der Stelle, wo ich war vorher mit der Vorschau, kann ich auch bestimmen, also wie wir eben gesagt haben, Vorschau, hier kann ich auch bestimmen, wo, bei welchem Etikett ich anfangen will. Dann fängt er eben hier an und dann kommen auch so angefangene Etikettenbögen eben wiederverwenden. Also erste Seite, zweite Seite, dann hätte ich wieder den nächsten neuen Anfang in der zweiten Spalte, in der zweiten Zeile, zweite Spalte. Also auch das funktioniert, dass ich eben den Etikettenanfang hier eben entsprechend einstellen kann. Ja, ich bin fertig. Das war das einfache Erstellen von Etiketten und Mitgliederlisten, also wirklich das ganz einfache Erstellen dieser beiden für schnelle Listen, für schnelle Etiketten. Gibt es von jemandem dazu noch Fragen? Dem ist nicht so.